Wer sich für ein Domizil in der Stadt entscheidet, der sucht eine ganz besondere urbane Atmosphäre. Die Lage spielt dabei eine grundlegende und wichtige Rolle. Die Heinrich-Heine-Gärten in Düsseldorf befinden sich dort, wo das beliebte linksrheinische Oberkassel in den Stadtteil Heerdt übergeht. Herzstück ist der Loreley-Park. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass es genau dieser Wechsel aus halb öffentlichen Plätzen und Parkbereichen, aus Privatgärten und Alleebäumen, aus Wohnhäusern, Stadthäusern und Villen und fein gegliederten Fassaden ist, der den urbanen Charme der Heinrich-Heine-Gärten kennzeichnet. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen der Heinrich-Heine-Gärten gehört auch die Lounge beispielsweise. Mit ihren drei offenen Kaminen ist sie einer der gemütlichsten Orte des Quartiers. Im Inneren der Wohnungen kann niemand mehr die Großzügigkeit leugnen. Mit Deckenhöhen von 2,90 Meter und Türen mit einer Durchgangshöhe von 2,20 Meter wird ein Lebensgefühl geschaffen, wie man es aus alten Gründerzeitvillen kennt. Man spürt, hier war der Raum wichtiger als die Fläche und die Idee, echte Werte zu schaffen, wichtiger als der Preis. Schwere, teilweise zweiflügelige Holztüren mit Art-Deco-Beschlägen. In den Bädern bemerken kritische Experten die edlen, großformatigen Feinsteinzeugfliesen, die individuell so verlegt wurden, dass die Wandfugen ohne Versatz in die Bodenfugen übergehen. Ein aufwendiges Detail? Mag sein. Aber nur durch die Liebe zum Detail kann auch echte Qualität entstehen. Das sieht man auch an den Materialien. Holzfenster mit Wiener Sprossen, wahlweise gewachstes oder geöltes Eichenparkett. Diese Philosophie der Großzügigkeit und der durchdachten Kleinigkeiten trägt ihren Teil zum Wert des Quartiers bei. Französische Balkons, die extra viel Licht in die Räume lassen, die Masterbäder haben allesamt Tageslicht und erhalten neben einer Badewanne, je nach Wohnungstyp, bodengleich gefliesste Duschen mit Echtglasabtrennung. Die Premium-Stadtquartiere von Franconia erfreuen sich einer ausgesprochen hohen Beliebtheit. Auch hier in den Heinrich-Heine-Gärten nimmt das Interesse an hochwertigen Kauf- und Mietwohnungen in einer der Top-Lagen Düsseldorfs von Tag zu Tag zu. Und wir sind sicher, dass in Kürze auch hier eine ebenso angenehme Nachbarschaft entsteht wie in unseren Quartieren in Hamburg, Münster oder München.